Dann begrüße ich alle Anwesenden heute hier in der FOZ-Gruppe zum Pressegespräch. Anwesend heute Almedin Schieber und Gabriel Oyachi. Einmal vielleicht einen kurzen Rückblick zum Wochenende. Ein schwer erkämpfter Pokalsieg. Wie habt ihr den ausbewertet? Wie bist du mit der sogenannten zweiten Reihe zufrieden? Es waren ja ein paar, die dann einfach angespielt haben, die normalerweise nicht so oft spielen bis jetzt. Und die dritte Frage, wie geht es jetzt im Pokal weiter? Habt ihr dann vermeintlich leicht den Gegner wieder zu Hause bekommen? Na, die erste Frage, hart und kämpf. Es war aufgrund des Ergebnisses war es spannend, aber hart und kämpf war es nicht. Wir haben vieles sehr, sehr gut gemacht bis zum 16er und im 16, also Elfmeterpunkt. Und was man den Jungs einfach, sind zwei Sachen, das haben wir auch so ausgewertet, das ist die ersten, ich sag mal so 10 bis 15 Minuten, wo wir mit dem Platz nicht so gleich klar gekommen sind. Ein, zwei Spieler waren das, drei Spieler, aber trotzdem nicht schwach gewesen sind in der ersten Situation, wo der Leon dann auf der Linie den Ball rettet. Aber ansonsten haben wir es gegen einen Gegner, der sehr kompakt stand, sehr tief stand und nur auf Kontern gespielt hat, der es aber auch, sagen wir so, für ihre Verhältnisse versucht hat zu spielen. Eigentlich herausspielen von Torchancen, läuferische und, haben sie sehr gut gemacht. Das Problem ist einfach, das habe ich gleich nach dem Spiel gesagt, dass man als Regionalligamannschaft diese Chancen, die man hat, die Qualität der Chancen, das heißt, ob es jetzt Gabby mit dem Kopfball war oder Dennis Jeppel oder Nattermann, muss man einfach verwerten. Und das ist, denke ich, ein Kritikpunkt, an dem wir absolut arbeiten müssen. Und das hat uns auch ein bisschen, sagen wir mal so, 6 Punkte mindestens gekostet in den Spielen der Meisterschaften, dass wir nach dem 1-0 so eine Chance nicht genutzt haben, obwohl sie nicht diese Qualität gehabt haben. Aber die Qualität der Chancen waren sehr, sehr hoch. Ja, und die musste einfach nutzen, erste Halbzeit schon. Und ich denke, dass das der größte Kritikpunkt ist. Und dass man schon in der Halbzeit gesehen hat, dass die Jungs damit zu kämpfen gehabt haben. Und am Ende zeigt sich das, zweite Halbzeit waren wir dann viel souveräner und viel ruhiger aber selbe Problem gehabt mit dem Auslassen vom Torchancen, gleich 48. Minute, wieder Natter, dann Kopfball. Und ich denke, dass das Spiel gezeigt hat, Elfmeter, Paul, der Torwart hält ihn und er macht Nachschuss. Ja, und das sagt man alles dazu. Der Gegner hat, glaube ich, eine sehr gute Chance gehabt und einen Schuss. Und ansonsten haben sie es uns schwer gemacht, sage ich mal so, in dem Sinne, weil sie kompakt standen, aber ich wiederhole nochmal, also da waren Chancen, die muss man einfach als Regionalligist reinmachen. Und das ist so dieser Kritikpunkt. Von den Spielern, die sonst nicht gespielt haben, ich denke, dass der Einsatz, der Wille, er da war, aber auch die Art und Weise, ja, gerade wenn man Dennis sieht, was er alles sogar außen gemacht hat, der nicht so oft gespielt hat. Er weiß selber, dass er die eine Chance oder die eineinhalb Chancen, den Schuss, gut, hält er gut, der Torwart, aber die eine muss er machen, ja, wenn er den Schritt nach vorne machen will. Aber von dem Einsatz her, Jeroen hat fast nichts zu tun gehabt. Und den Rest denke ich schon, dass Luca seine Sache ordentlich gemacht auf der rechten Seite, der Eddie das gut gemacht hat und Natta, dass er dann bei den drei Chancen, die er gehabt hat, unglücklich agiert hat, kann man als Kritikpunkt sehen. Aber für mich ist es wichtig, dass er an sich arbeitet. Und das Gute ist, dass er sich die auch selber rausgespielt hat mit seinen Bewegungen, mit seinen Laufleistungen. Das Zweite ist, das ist für einen Stürmer immer so, er muss eben treffen. Ja. Und dann wird es einfach. Und im Moment läuft vieles, sag ich mal so, gegen ihn, aber das sind eben Nuancen, die aber im Fußball ausmachen, und das ärgert mich jetzt für ihn speziell, weil ich weiß, dass er im Training sehr viel Gas gibt und das ist eben schade. Er muss sich aber selber belohnen. Und die dritte ist Pokal. Ja, ich habe das nebenbei jetzt so gestern mitbekommen, weil das Spiel für mich TB die Priorität im Moment ist. Und ist natürlich ein Gegner, wo wir wieder Favorit sind und fahren wieder nach Dresden. Aber bis dahin ist schon viel Zeit. Es
kommt ein spielstarker Gegner, hast du ja selbst schon gesagt, ein Aufsteiger selbstbewusst. Wie müsst ihr dagegen halten? Was ist der Plan im Freitag? Ja, wir müssen unser Spiel machen, das ist es. Dann nicht so eine dumme Tore kassieren und unsere Chancen nutzen, das ist das eine. Aber und dieses Risiko, aber das weiß die Mannschaft, darüber haben wir schon gesprochen, dieses Risiko, Anführungsstrichen, Aufsteiger. Und für mich ist es eben kein Aufsteiger, weil aus der Aufstiegsmannschaft sind da sehr wenig Leute da. Ja. Wenn man sieht, wer da alles jetzt letztes Spiel gegen Fürstenwalde gespielt hat, jetzt gegen Pokal gegen Lichtenberg, haben sie ein bisschen anders gespielt, weil er ein bisschen gewechselt hat, der Trainer. Ich kenne den Trainer sehr gut, das ist ein guter, ehrgeiziger, junger Trainer, der auch spielen lässt, der mit jungen Spielern sehr gut arbeiten kann und auch will. Aber das ist jetzt keine Aufsteigermannschaft, weil die Aufsteigermannschaft ist es nicht. Da sind Spieler von BRK, jetzt gegen Fürstwalde, glaube ich, waren es 4 von BRK, dann Amamu und Ndualo, die auch Regionalliga gespielt, dann höher gespielt haben. Also für mich sehe ich das nicht so. Also in die Mannschaft rein und sage, Luckenwalde ist Aufsteiger für mich gewesen. Ja, Luckenwalde ist, ich glaube, 7 oder 8 Spieler vom letzten Jahr die Mannschaft, aber TB ist eine grunderneuerte Truppe, die mit sehr guten, jungen, talentierten Spielern, die in der Regionalliga schon gespielt haben seit Jahren und ein Trainer, der die Regionalliga in- und auswendig kennt. Ja, und deswegen dürfen wir nicht in das Spiel so reingehen, jetzt ist ein Aufsteiger und hin und her, sondern einfach sagen, das ist ein Regionalligaspiel, also ein Meisterschaftsspiel. Und wir haben ja gesehen, dass die Meisterschaft eben alle eine Liga spielen. Das heißt, jeder hat eben an dem Tag, kann jeden schlagen und da müssen wir eben mit unseren Mitteln zusehen, dass wir die beschäftigen. Aber ihr bist jetzt 2 Monate bei Lok. Wie fällt dein Fazit für diese Zeit aus? Bist du zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich bin gut mit der ganzen Mannschaft. Die Jungs sind alle richtig eng. Und ja, ich freue mich, dass ich hier bin bei Lok. Ist das, was du jetzt auf dem Platz zeigst, schon das, was du dir so vorstellst? Ja, ich will so vielleicht mehr Tore schießen, vielleicht mehr Vorlagen geben, aber das kommt mit der Zeit. Ich muss einfach Spaß haben und ich will nur kämpfen für die Mannschaft, für den Verein. Ja. Was hast du für einen Eindruck von der Stadt Leipzig? Fühlst du dich hier wohl? Ja, es ist so, jetzt ist es okay, aber ich bin... Eigentlich, ich gehe zum Training, dann komme ich zu Hause. Ich bin nicht so oft in der Stadt. Ja, so. Vielleicht ein bisschen später gehe ich draußen mit den Jungs essen. Aber im Moment habe ich keine Zeit, so mehr so Training höher gehen. Jetzt hat Gabriel gerade schon über seine eigene Leistung gesprochen. Wie beurteilst du als Trainer seine bisherigen Auftritte? Und was würdest du sagen, was zeichnet ihn als Spieler besonders aus? Gabby kenne ich ein paar Jahre, ja, wo er schon bei Cottbus seine ersten Spiele gemacht hat, war Rechtsverteidiger, ist dann nach vorne gerutscht. Denke, dass ihn das gut getan hat in der Offensive, dann mal Stürmer, mal Außen. Gabby hat eine sehr gute Vorbereitung gehabt, dann hat er sich vor dem Hertha-Spiel leicht verletzt, konnte nicht spielen, ist ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Was für einen Jungspieler dann auch mit seiner Art und Weise, dieses 1-1, seine Geschwindigkeit ausnutzt, dann ein bisschen... braucht man so ein bisschen. Und dann hat er gerade die Spiele, wo er eingewechselt wurde, hat er dann gezeigt, was er drauf hat. Und was ich von Natta vorhin gesagt habe, bei ihm ist es so, wo er dann gegen Luckenwalde reinkommt, eigentlich ein gutes Spiel macht, dann das Tor, Kopfballtor macht. Und dann merkst du bei einem Spieler, beim jungen Spieler, dass er auch im Training selbstbewusster wird und. Und ich denke, dass auf Gabby absolut Verlass ist, weil so ein Offensivspieler, er macht das, was ich von ihm verlange, ja, dass er noch mehr 1 gegen 1 geht, dass er eben, dass wir daran arbeiten, dass er diese Chancen, wie jetzt gegen im Pokal, Kopfball, oder jetzt, ich meine, da hält der Torwart überragend. Ich habe erstmal gedacht, der schießt ihn an, aber gestern habe ich das gesehen, der hält ihn wirklich mit der Hand, diesen Schuss von 5 Metern. Ja, aber für mich ist wichtig, dass er dieses 1-1 geht, dass er sich immer wieder traut und selbst wenn er hängen bleibt, weil wenn er einmal durchkommt, ist es schwierig, ihn aufzuhalten. Ja. Was bei ihm dann auszeichnet, muss man ja auch sagen, das hat er auch in 2 oder 3 Spielen gemacht, wo
auch Bergs Gelb-Rot bekommen hat, dann spielt er rechter Verteidiger. Ja, und das sind so die Spieler, die mir eben gefallen, die mehrere Positionen spielen können. Und wo er für sich dann ja auch eine Sicherheit hat, sagt, okay, gut, wenn ich vorne eben ich nicht, dann kann ich eben hinten was machen. Ja, und das ist eben bei ihm, was mir eben gefällt, ist ein junger Spieler, der sehr, sehr gut arbeitet, auch im Training arbeitet, der mehr oder weniger zuhört, versucht zu helfen, ja, und versucht sich zu verbessern und stellt sich nicht hin und sagt, naja gut, da habe ich das gemacht, da das und ich mache mal mein Ding. Also das ist, ich denke schon, dass er auch sehr großen Potenzial nach vorne hat, ja. Wie wird das mit der Abwehr aussehen am Freitag? Haben wir Kann wieder von Anfang an? Ja, der hat schon Abschlusstraining mitgemacht mit der Mannschaft. Und ja, ich hoffe. Also heute Morgen hat er gesagt, er spürt nichts mehr. Wir haben ja auch individuell trainiert, die Tage davor. Und er sagt, er spürt nichts mehr. Und jetzt müssen wir eben gucken. Es sind jetzt 17 Tage, ist er gefehlt. War er weg und hat natürlich Reha gemacht und wie gesagt, die ganze letzte Woche war er im Einzeltraining und mit mir auch hat er jetzt keine Probleme gehabt, so 100% gesprintet ist er nicht. Also ich hoffe es, ja, muss mal gucken, was heute passiert. Heute haben wir Training von seinem Gefühl her und ist schon sehr, sehr wichtig, wenn das klappt, weil mit Salle ist natürlich, fehlt dann noch ein weiterer Hochkaräter, wie man das so nennt, und wäre schon wichtig, dass einer, der Spiele vorher gemacht hat, in der Abwehr reinkommt und nicht alles zusammenbricht.